Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA. Ist immer noch bei 7, das ist doch nicht. FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen wieder konzentriert und mit Gnabry weiter, auch wenn er es bisher nicht geschafft hat, mich davon oder mir ein Gefühl zu geben, dass er hier der große Held sein könnte und besser als Werner. Das Gefühl habe ich bisher überhaupt gar nicht. Vor allem im letzten Spiel, oh mein Gott. Wie oft hat er da den Ball verloren, nur weil mal jemand an ihn rangekommen ist? Das hat Werner nicht so ganz krass, das Problem. Nicht so das überragende Team. Ich hoffe mal, die letzten beiden Gegner waren echt gut. Vor allem der letzte war total nervig im Angriff. Ich hoffe mal, dass der jetzt vielleicht ein Tick schwächer wieder ist. Konzentrieren wir uns. Okay, lass mal ein bisschen rumalbern. Luck. Kann man nichts machen. War halt ziemlich glücklich, wie er da nochmal an den Ball kommt. Vielleicht bekommen wir jetzt auch dieses Glück, das er hatte. Danke, Radegi. Mach abseits. Oh, zum Glück. Zum Glück. Ich dachte schon, er geht nicht rein, ey. Das wäre es gewesen. Er ist dann trotzdem irgendwie glücklich rein, weil abgefälscht rein, aber den muss er ja machen, ey. Schöne Vorlage von Origi. Boah. Mal gucken, ob das Eigentor zählt oder ob Gnabry sich jetzt hier noch ein Tor geholt hat. Haben die gerade Namni gesagt, statt Gnabry? Schade, Tick zu spät. Oh nein! Alu, Arangis, was machst du denn?
Schade. Aber Kopfball gefährlich sind wir jetzt, wie gesagt. Nach Ecken. Oh, Sokrates. Schade. Gnabry. Das wäre es gewesen, wenn der jetzt hier noch einen Kopfballtor macht. Aber wir haben es auch mit Kruse hingekriegt. Wobei Gnabry halt auch mal einen ganzen Tick schlechter ist, was Kopfball angeht. Schade, dass Sonny noch mal ran ist. Oh, Radegi! Muss er doch eher ran. Zum Glück war der Winkel dann total spitz. Nein, nochmal falle ich da nicht drauf rein. Sorry. Oh, das ist geil. Das hat Gnabry schön gemacht. Das hat er noch schöner gemacht. Och, hätte man ihn fast wiedergeholt. Tja, durch die Ballannahme zu viel Tempo verloren. Da wollte ich nicht hinspassen. Eieiei. Indirekter Laufpass, nice. Schade. Scheiße, 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 scheiße. Oh, zum Glück habe ich dann wieder. Oh, das war aber kein Foul, Mann. Ich habe es trotzdem wieder gut gemacht. Es war kein Foul. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, das wäre so bitter. Puh, danke, Radecki. Nein, nein! Oh, Freunde, macht doch mal, was ich. Es wird hier aber ein bisschen eng. Ist ja gerade an Origi gestorben, ich glaube. Oh, das war eine packende Schlussphase auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Aber ich sehe auf jeden Fall gute Chancen, das Spiel zu drehen. Wir haben ja 1-0 hinten gelegen. Also, schön gespielt, schön gespielt. Eieiei. Schön gespielt. Spiel gedreht, Coman, schön gedribbelt, Tor eingeleitet, dafür kriegt er leider keine Scorerpunkte. Oh, war es noch abgefälscht vom Torhüter oder war das wirklich von der Ranges so gemacht? Weiß ich nicht, er hat ja schon mal ins Alu geschossen, von daher. Gut, dass er es jetzt hier ins Tor schafft. Es könnte sogar sein, dass Gnabry da die Vorlage gegeben hat. Oh, wir waren durch. Scheiße.
Scheiße. Boah, zum Glück nicht wieder durch so einen Abpraller, ey. Keine Ausdauer mehr und wieder gestorben. Regie hat noch ein bisschen. Aber haut dann halt einen total beschissenen Pass raus. Und er lackt sich leider wieder den Ball, nachdem er einen mega schlechten Pass spielt. Na, das war schlecht von mir. Oh Gott, war sogar ein CPU-Schuss. Ich hab zwar auch geschossen, aber ich habe genau gesehen, dass ein Tick eher Origi schon angefangen hat zum Schuss auszuholen, bevor ich gedrückt habe. Also es wäre ja wahrscheinlich egal gewesen, auch wenn es kein, wenn er nicht selber geschossen hätte, hätte ich schon auf Schießen gedrückt. Aber ich habe gesehen, dass ich wirklich eine Millisekunde später erst auf Schießen gedrückt habe, als er schon zum Schuss ausgeholt hat. Deswegen war es ein CPU-Schuss. Aber das war mal einer, der nicht relevant war, weil ich hätte eh geschossen. Und das 3-1 ist jetzt schon relativ sicher auf jeden Fall. Origi macht wieder 1. Das ist halt dieses Krasse bei Origi, dass er wirklich sehr oft, also von diesen Toren, die er bisher gemacht hat, ich weiß nicht, wie es genau jetzt sind, aber ich glaube, hat schon 3, also 3 hat er auf jeden Fall schon, 3 Abpraller verwandelt, vielleicht sogar 4. Und das ist halt deutlich auffälliger, als das Yarmolenko der Fall war. Es kann ja auch alles wieder Glück und Zufall sein, klar. Kann auch alles wieder Glück und Zufall verleihen, aber hängt, denke ich, damit zusammen, dass er eigentlich ein Stürmer ist und dadurch ein sehr gutes Stellungsspiel mitbringt, wahrscheinlich auch besser als Yarmolenko und dann halt sehr häufig richtig steht. Das ist auf jeden Fall auffällig. Dass er wirklich oft diese Abpraller verwandelt. Und seine Kopfballstärke ist halt auch geil. Also man merkt ja schon, dass er ab und zu mal mit dem Kopf entweder ein Tor schießt oder zumindest Torgefahr ausstrahlt. Also es ist schon ein Bonus, den man immer gerne mitnimmt, also ich vor allem. Ich mag Kopfballgefährlichkeit. Schade. Hätte ich anders machen müssen. Das verteidigen wir aber auch sehr gut, wie ich finde. Wenn er den macht, wird er zum großen Held. Schade, das war aber auch knapp. Gerade mit rechts hat er eigentlich einen guten Schuss, aber sowas muss er halt eigentlich machen, ne? Wenn er da wirklich zeigen will, dass er dann richtig... Oh nein, das ist ein Elfmeter, den habe ich nicht verursacht, also es ist nicht meine Schuld, im Sinne von, ich habe auf Tackle gedrückt oder so, aber es ist trotzdem ein Elfmeter, weil Sokrates einfach durch seine Bärenstärke, durch seine 3 Tonnen, die er aufs Feld bringt, hat er ihn halt einfach umgerissen. Ich weiß nicht, wieso er das nicht pfeift, das war auf jeden Fall ein Elfmeter, aber wie gesagt, es war keiner, den ich irgendwie... verursacht habe, weil ich wollte halt einfach nur dran stehen mit Sokrates und konnte nicht ahnen, dass wenn er den berührt, dass er sofort umfällt. Gerade das ist ja Lukaku, der eigentlich ja genauso ein Schrank. Ach, ich wollte den Schusstäuschung machen. Aber ich habe nicht tackeln gedrückt oder ähnliches, von daher schade. Dass er das so löst und eigentlich und merkwürdig und Glück für mich, dass es keinen Elfmeter gibt. Weil dann haben wir hier nochmal eine extrem spannende Schlussphase. Vielleicht möchte ich so gerade noch ein Kopfballtor machen. Sokrates möchte noch ein Kopfballtor machen. Er hat zwar keins gemacht, aber er ist zumindest zum Kopfball gekommen. Scheiße. Das haben wir schlecht gemacht. Da hat der Gegner das umso schlechter gemacht. Er hat echt eine Stunde Zeit gehabt, sich zu entscheiden, was er macht. Ah, es müsste Abseits sein. Es war kein Abseits, aber ich denke trotzdem, dass ich das so abschließen muss.
Ah, stimmt, der Gegner hat auch schon aufgegeben. Will das Spiel nur noch anständig zu Ende bringen. Ist nochmal gelb. Schön gespielt, schade. Tolisso auch lange keins mehr gemacht. Nur Regie vielleicht. Scheiße. Ginter war das, glaube ich, der sonst was von Schuss rausgehauen. Alles klar, schön. Gefällt mir, dass wir das Spiel gedreht haben und verdient gewonnen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir es dann doch noch so dominant zu Ende bringen. So, Gnabry, Arangis, Origi und ich glaube, Gnabry hat noch eine Vorlage. Ja, genau wie Origi. Krass, wie Origi jetzt sogar noch mehr funktioniert als der erste Origi, den ich da gespielt hatte. Aber der hatte genau den gleichen Chemistry-Style etc. Nee, nicht weiter. neunzehn Spiele und schon 11 Scorerpunkte, krass. Jetzt hat Gnabry mehr Scorer als Tore, das heißt, wenn er das wieder schafft, also wenn er mindestens ein Tor oder mindestens ein Scorerpunkt, ach, was mache ich denn mit der gleichen Mannschaft, mindestens ein Scorerpunkt erzielt, dann bleibt er da erstmal vorn. Aber er hat halt wirklich auch schon Chancen gehabt, die er nicht gemacht hat, also. Ist halt nicht so, dass ich sage, die Zaubertore, also hat so ein richtig krasses Zaubertor hat er, glaube ich, bisher noch nicht gehabt, oder? Eins vielleicht. Hier, was ist denn los? Bekomme ich jetzt mal einen Gegner, oder? Vielen Dank. Boah, was ist denn los jetzt? Och. Ja, es war klar, es würde einer da nicht auswärts spielen. Wisst ihr was, wenn jetzt zu lange dauert, mache ich mal kurz bei mir die Terrasse auf, weil mir ist hier drin eine dicke Luft und ich brauche mal ein bisschen frische Luft. So. Und vielleicht mache ich mal meine Duftkerze aus, weil die macht ja auch dicke Luft. Wobei, ich habe jetzt... Ah ne, ich glaube, ich hatte die schon angehabt, da habe ich Spiele verloren gehabt, jetzt habe ich eins gewonnen. Ne, ich wollte gerade sagen, die bringt mir Glück, aber... Die scheinen keinen Einfluss zu nehmen. Ja, jetzt geht mir wieder mal ein Gegner, der Bock hat. Sehr schön. Och, was denn nun? Nicht orange gegen gelb. Stunde des Wahnsinns. Och, jetzt musste ich wieder rausgehen. Och, warum hat er nochmal auf orange gestellt? So, jetzt aber. Und, was ist das für ein Team? Oh, oh, ganz krasses Bundesliga-Team mit Aubameyang wieder, Reus. Mal gucken, ob er in der 4-2-3-1-Formation spielt. So. Schauen wir mal. Fährmann im Tor, guter Mann. Aber Radecki gefällt mir insgesamt eigentlich besser, aber ich glaube, die haben sich echt nicht viel genommen. Konzentrieren. Oh, das war schlecht verteidigt von mir. Das war geil gemacht von Benatia. Oh, haben wir ein Glück, aber da hat der Gegner auch Glück gehabt, nochmal an den Ball zu kommen, deswegen finde ich es ausgleichende Gerechtigkeit. Danke. Oh, oh, es könnte ein schwieriges Spiel werden. Ich muss konzentriert bleiben. Stellt er jetzt um oder was? Mal schauen. Ob er auf eine andere Formation geht. Müller will ich eigentlich auch irgendwann mal testen als ZOM. Ich meine, den könnte man auch als Stürmer testen. Eigentlich kann man den auf beiden Positionen testen.
Ich glaube, vorletztes Jahr habe ich ihn als ZOM genommen und letztes Jahr als Stürmer. Weiß gar nicht, was der kostet, aber jetzt zurzeit brauche ich den nicht und will den auch nicht. Und am ehesten halt noch einen anderen Stürmer, weil da geht Scorer-punktmäßig auf jeden Fall an was. Mit meinem ZOM bin ich extrem zufrieden. Ich probiere es mal. Oh, Pass kam viel zu spät. Tunnelt, fuck. Scheiße. Zweite Mal Alu, haben wieder Glück. Beide Male Müller. Oh mein Gott, hier müsste schon lange 1-0 für den Gegner stehen. Haben wir ein Glück. Scheiße, scheiße, scheiße. Kriegt echt oft die zweiten Bälle, aber trotzdem müsste 1-0 für ihn stehen. Ah, hätte er vielleicht noch Futter laufen lassen können. Puh, komm schon, Kopfballgefährlichkeit, come on. Benatia, du hast es da drauf. Oh! Das sah gar nicht so gefährlich aus. Wie am Ende dann irgendwie war. Nein, wenn ich den Ball rüberkriege. Ach, war das bitter.
Oh, fuck! Den musst du doch machen, gerade Perisic. Scheiße, da hat er nicht gut gezielt, aber trotzdem. Aber es ist immer noch nicht verdient, dieses 0-0. Und wenn er jetzt geführt hätte, wäre das noch unverdienter gewesen. Aber konzentrieren wir uns mal kurz. Bevor der hier durchrennt. Ball gespielt. Was ist denn los? Ja, okay, schön. Drück! Okay, danke. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so beschissen blöd. Ich hasse mich. Nicht aufregen über die eigene Dummheit. Das war also, das war beigespielt, okay. Einwandfrei, geiler Schiri. Sehr schön. Aber egal, es ist nicht verdient, dass es hier 0-0 steht. Wir können froh sein, dass es 0-0 steht. Und mit ein bisschen Glück wird es hier sogar unverdient 1-0 für uns stehen. Aber, ja, ich versuche weiter mein Bestes zu geben. Und denke auch nicht, dass ich eine andere Formation wählen sollte. Oh, halt! Nicht aufregen. Oh, was? Brozovic war doch komplett blank. Brozovic, was ist denn jetzt plötzlich los? Oh, ach, diese Kopfballchance, wo er wieder in der Luft stirbt und dann weiß ich auch nicht. Ach, geht. Ich sehe gerade, die haben noch ganz gut Ausdauer. Das könnte noch ein langes Spiel werden, deswegen mache ich es mal noch nicht. Fuck. Oh, die Riesenchance zum 1-0.
Ach, Mann. Oh, toll gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. Na also, oh. Und ganz ehrlich, also jetzt erste Halbzeit, okay, war der Gegner besser. Ach krass, der Gegner bricht ab. War der Gegner besser und der Gegner hätte in Führung gehen müssen. Aber zweite Halbzeit war ich besser und zumindest das Tor in der zweiten Halbzeit war verdient. Krass. Tore. Vorlagen. Perisic, ja, der hat aber auch eine Riesenchance zum Tor, von daher. Aber geil, krass, dass ich das Spiel gewonnen habe. Hätte ich nicht gedacht. Also die erste Hälfte war echt sick. Also da hätte der Gegner nicht dreimal Alu. Der hätte auf jeden Fall da zwei, drei Tore schießen müssen. So. Dann hatten wir jetzt schon zwei Spiele in der Aufnahme? Ja, ne? Weil das war ja gerade abgebrochen. Von daher. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich wüsste nicht, wer für Andersen kommen soll in nächster Zeit. Deswegen wird er logischerweise erstmal mit einem fetten Vertrag ausgestattet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und gucken, was Gnabry und Coman etc. weiter macht. Coman finde ich jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so geil, muss ich zugeben. Hat am Anfang irgendwie besser gefallen. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.